So Leute, heute machen wir mal ein iPhone 5 auf, 5S. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ja, ich würde mal sagen, fängt schon gut an, hebt ziemlich fest. Brauche ich einen Schraubstock. Alles klar. Und jetzt den Connector rausholen. Alles klar. So sieht es übrigens aus in so einem iPhone. Ja, voll interessant, gar nichts drin. Okay, erster Stecker gelöst. Zweiter Stecker gelöst. Wow, cool. Lösen wir den Gummi dann von der Kamera. Übrigens, Kamera. Okay, eingesteckt ist sie wieder. So. Wow. Gleich haben wir es und dann sind wir schon fertig. Jupp. So, geschlossen ist. Ich schalte mal an. Ey, sieht gut aus. Geht wieder an. Yeah! Tut alles? Jawohl. So, Kamera? Yeah! Kamera tut! Hier, Leute, Kamera tut wieder, läuft, war nur der Stecker defekt. Ey, ich bin echt stolz auf mich. Erste Mal ein iPhone auseinandergebaut, wieder zusammengebaut, Stecker auseinandergemacht. Wow. Kauft euch besser besseres Werkzeug, wenn ihr das mal selber machen wollt. Das dann dafür 8 Euro, das könnt ihr echt die Hasen geben, weil ich weiß nicht, ob der Schraubenzieher, das ist nicht der passende für die Schrauben hier.